Hallo, ich darf alle ganz herzlich begrüßen zum heutigen Journal Club Switzerland für die Wissenschaft. Ich bin Marie-Therese Holzer, ich bin Assistenzärztin an der Uniklinik in Hamburg, dort im jetzt dritten Weiterbildungsjahr für Rheumatologie und Innere Medizin und freue mich, den heutigen Journal Club moderieren zu dürfen. Wichtig zu wissen ist, dass der Journal Club aufgezeichnet wird und es sich eben um Journal Club und keine medizinische Beratung handelt. Der Journal Club wird später auch auf YouTube zur Verfügung gestellt, online hochgeladen. Und heute soll es um die aktuelle Therapie der ANCA-assoziierten Vaskulitiden und die neuen Euler Recommendations gehen. Und dafür darf ich recht herzlich Professor Helmich begrüßen. Professor Helmich ist Chefarzt an der Klinik in Kirchheim unter Teck und ist Spezialist für Vaskulitiden. Kirchheim unter Teck ist ja ein europäisches Referenzzentrum für Vaskulitis und er ist und war Convener in der aktuellen Taskforce für die neuen Leitlinien der Euler bezüglich der ANCA-assoziierten Vaskulitiden und ich freue mich auf den Vortrag und darf übergeben. Ja, vielen Dank, Frau Holzer, für die nette Einführung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Vaskulitis. Es geht heute um die ANCA-assoziierten Vaskulitiden und um die Euler-Recommendations. Die jüngeren von Ihnen, die Euler, das ist die Europäische Gesellschaft für Rheumatologie oder ein Zusammenschluss der Europäischen Gesellschaften für Rheumatologie. Und die geben Empfehlungen heraus zum Management verschiedener rheumatischer Erkrankungen, auch zu den ANCA-assoziierten Vaskulitiden. Und da gab es jetzt eine Überarbeitung, da wurden die ersten Ergebnisse auf dem Euler-Kongress gezeigt, im Sommer in Kopenhagen. Und das, was wir da zusammengestellt haben, möchte ich Ihnen heute zeigen. Die Empfehlungen selber sind noch nicht publiziert, das heißt, alles, was ich Ihnen gleich erzähle, ist Stand Euler-Kongress und noch nicht final publiziert. Die Publikation wird aber in den nächsten Wochen erwartet und dann können Sie das alles nochmal genau nachlesen. Es soll also heute um einen Überblick geben. Das sind meine Interessenskonflikte zu den ANCA-Vaskulitiden. Zunächst mal zum Hintergrund. Also diese Empfehlungen für die ANCA-Vaskulitiden, die sind nicht ganz neu. Die ersten Empfehlungen sind aus 2008. Dann gab es eine Überarbeitung 2016. Und seit der letzten Überarbeitung sind doch mehrere randomisiert kontrollierte Studien zur ANCA-assoziierten Vaskulitis erschienen, die bedeutsam sind und deswegen war eine Aktualisierung dieser Guidelines erforderlich. Und die Euler hat dann eine relativ strikte Methodik, solche Euler-Recommendations zu machen. Das entspricht vom Aufwand her etwa einer S3-Leitlinie in Deutschland. Das heißt, man einigt sich zunächst mal über das, was man besprechen möchte, über die Forschungsfragen, dann wird eine systematische Literatursuche gemacht. Das haben unsere beiden Fellows gemacht, Jan Schirmer aus Kiel und die Beatrice Sanchez-Alamo aus Lund beziehungsweise jetzt Madrid. Und die Literatur wurde zusammengetragen, ein Konsensus gebildet zu den neuen Empfehlungen und die wurden dann auf dem Euler-Kongress vorgestellt. Und wir haben insgesamt vier allgemeine Prinzipien zur Versorgung der ANCA-Vaskulitiden zusammengestellt und 17 evidenzbasierte Empfehlungen zur allgemeinen Grundlagen und Versorgung, zur Diagnose, Histologiegewinnung, ANCA-Diagnostik und dann eben schwerpunktmäßig zur Therapie und Prophylaxis von Komplikationen und zum Follow-up. Und das soll heute der Fokus des Vortrags sein, also die Empfehlungen zur Therapie. Und fangen wir gleich mal an mit der Remissionsinduktion. Die ANCA-Vaskulitiden werden ja in zwei Gruppen nochmal aufgeteilt. Die Granulomatose mit Polyangiitis und die mikroskopische Polyangiitis als eine Gruppe. Und dann die eosinophile GPA oder früher Churg-Strauss als zweite Gruppe. Und so haben wir auch die Empfehlungen gegliedert. Und die Remissionsinduktion zur GPA-MPA wurde überarbeitet. Und die Empfehlung ist zur Induktionstherapie bei einer neu aufgetretenen oder rezidivierenden GPA-MPA mit organ- oder lebensbedrohlicher Erkrankung, zum Beispiel wenn eine Lungenblutung vorliegt oder eine schwere Nierenbeteiligung. Da empfehlen wir die Behandlung mit einer Kombination aus Glukokortikoiden und entweder Rituximab oder Cyclophosphamid. Und bei Patienten, die mit Rezidiv in die schwere aktive Erkrankung kommen, da wird Rituximab bevorzugt. Und die Daten, die das widerspiegeln, haben ein recht hohes Evidenzlevel von 1a bzw. 2b. Deswegen auch ein hoher Empfehlungsgrad und eine hohe Übereinstimmung zwischen den Experten.
Teil dieser Induktionstherapie sind die Glukokortikoide und das ist eine neue Empfehlung, wo man dazu mal speziell Stellung genommen hat, wie das funktioniert. Und zwar soll bei dieser Induktionstherapie eine Anfangsdosis von 50 bis 75 Milligramm Prednisolon pro Tag gewählt werden, abhängig vom Körpergewicht. Und dann eine schrittweise Reduktion der Glukokortikoid-Dosis und dann das Erreichen einer Dosis von 5 Milligramm Prednisolon pro Tag nach 4 bis 5 Monaten. Und das sieht dann in der Praxis genauso aus. Also wir haben da ein Dosierungsschema dann empfohlen und das entspricht der sogenannten PEXIVAS-Studie, die größte Studie zur Vaskulitis überhaupt mit über 700 Teilnehmern. Und da sehen Sie, dass im Vergleich zu früheren Empfehlungen oder früheren Studien hier die Glukokortikoide gerade in den ersten 6 bis 8 Wochen der Therapie deutlich rascher reduziert werden, als das früher der Fall war. Und dann hier nach 12 Wochen doch eine Dosierung erreichen, die deutlich niedriger ist als bei früheren Studien. Und die PEXIVAS-Studie hat gezeigt, dass das eine gute Idee ist, das so zu machen. Das Ergebnis bezüglich der Wirksamkeit war hier also mit dieser reduzierten Steroiddosis genauso gut wie mit der Standarddosis. Der Vorteil war aber, dass die Rate der schweren Infektionen im ersten Jahr der Therapie um 30% niedriger lag und das war statistisch signifikant. Und wir wissen aus früheren Kohortenstudien, dass die schweren Infektionen im ersten Jahr der Therapie der Grund sind, warum immer noch die Mortalität dieser Erkrankung im ersten Jahr erhöht ist. Also das ist ein bedeutendes Ergebnis, was hier auch zu einer Änderung der Leitlinie führte. Nur sind nicht alle Patienten mit GPA und MPA organ- oder lebensbedrohlich erkrankt. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird hier primär eine Behandlung mit Glukokortikoiden und Rituximab empfohlen. Also hier kein Cyclophosphamid, was eben doch eine höhere Langzeittoxizität hat. Wenn Rituximab nicht geht, aus irgendwelchen Gründen, können als Alternative Methotrexat oder Mycophenolat-Mofetil gegeben werden, als Alternative zu Rituximab. Diese Empfehlung wurde überarbeitet. In der letzten Fassung hatten wir hier noch Methotrexat als First-Line-Therapie empfohlen. Warum ist das nicht mehr so? Wir haben uns die alten Daten mal angeschaut und haben gesehen, dass in der Studie, die zur Empfehlung für Methotrexat führte, doch erheblich mehr Glukokortikoide am Anfang gegeben wurden, als wir das jetzt nach den neuen Studien eigentlich machen. Und man sieht hier in der Kaplan-Meier-Kurve, dass wenn man die Steroide im Verlauf reduziert, dass dann doch zugunsten von oder zu Ungunsten von Methotrexat mehr Rezidive auftreten als im Vergleichsarm. Im Gegensatz dazu gibt es neue Daten zu Rituximab. Die zeigen, dass also hier schon, sagen wir, nach 1,5 Monaten die meisten Patienten ein Therapieansprechen haben und nach 3 bis 4 Monaten fast alle Patienten in einer Remission sind. Und wenn die Patienten keine schwere Organbeteiligung haben, und darum geht es ja in dieser Empfehlung, dann reicht eine Induzierung mit 30 Milligramm Prednisolon aus und die Patienten haben trotzdem nochmal ein fast dreifach besseres Ansprechen auf die Therapie. Also bei diesen nicht sehr schwer betroffenen Patienten wirklich im indirekten Vergleich ein besseres Ansprechen bei niedriger Glukokortikoid-Dosis und das ist auch wieder ein indirekter Vergleich, also keine randomisierte Studie, das muss man aus methodischen Gründen anführen. Die Zahl der schweren Nebenwirkungen und die Zahl der schweren Infektionen in der Methotrexat-Studie höher als in der Rituximab-Studie, das aber sicherlich getrieben auch durch die deutlich höhere Prednisolondosis in der Methotrexat-Studie, 75 Milligramm zu Beginn, 30 Milligramm nach 4 Wochen und das war in der Rituximab-Studie deutlich geringer. Neu ist das Avacopan, das ist ein Komplement-Rezeptor-Antagonist, C5-Rezeptor-Antagonist, der entwickelt wurde als Möglichkeit, Glukokortikoide zu ersetzen oder einzusparen. Und wir haben hier die Medikation auch besprochen und haben gesagt, in Kombination mit Rituximab und Cyclophosphamid kann Avacopan für die Induktion einer Remission bei GPA, MPA in Betracht gezogen werden, und zwar als Teil einer Strategie, die Exposition gegenüber Glukokortikoiden zu reduzieren. Und das basierte auf der Advocate-Studie, wo man gesehen hat, dass also die Avacopan-Therapie hier genauso erfolgreich war im Erzielen einer Remission nach einem halben Jahr wie eine Therapie mit Prednison. Nach einem Jahr war die Avacopan-Gruppe sogar etwas besser und überlegen. Da war allerdings das Prednison auch ausgeschlichen,
sodass das hier natürlich kein ganz fairer Vergleich ist. Was man aber gesehen hat, ist, dass Patienten, die eine schwere renale Beteiligung hatten, unter Avacopan eine bessere Erholung der Nierenfunktion hatten und das auch schon innerhalb der ersten 26 Wochen signifikant. Und dass die kumulative Glukokortikoiddosis natürlich in der Avacopan-Gruppe niedriger war und das assoziiert war mit einer niedrigeren Rate an Glukokortikoid-assoziierten Folgeerkrankungen und Komplikationen. Die Plasmapherese war in der letzten Version der Leitlinie noch stark empfohlen für Patienten mit einer schweren Nierenbeteiligung. Hier hat es jetzt einen Downgrade der Empfehlungen gegeben. Die Plasmapherese wird jetzt nur noch als Kann-Empfehlung genannt und als Teil einer Therapie kann sie erwogen werden, um eine Remission bei GPA und MPA bei Patienten mit einem Serumkreatinin über 300, das entspricht etwa 3,4 Milligramm pro Deziliter, aufgrund einer aktiven Glomerulonephritis zu erreichen. Die Plasmapherese bei Patienten mit alveolärer Hämorrhagie wird nicht mehr als Routineverfahren empfohlen. Warum diese Änderung? Es gab in dieser PEXIVA-Studie, die ich nannte, auch eine Stratifizierung für die Plasmapherese. Und da hat man eben bezüglich Mortalität und der harten Nierenfunktion keinen Vorteil gesehen. Wenn man diese Daten jetzt poolt in einer Meta-Analyse, und das hat man getan mit älteren Studien, dann bleibt allerdings nach einem Jahr ein kleiner Vorteil für die Reduzierung der Dialysepflichtigkeit nach einem Jahr. Allerdings müssen Sie recht viele Patienten behandeln. Wenn das Krea größer als 5,6 Milligramm pro Deziliter ist, müssen Sie 6 Patienten behandeln, um eine Niere zu retten. Wenn das Krea zwischen 3,4 und 5,6 ist, sind es schon 21 Patienten. Etwas Wasser muss man dann in den Wein gießen, weil nach 3 Jahren ist dieser Vorteil bezüglich des Erhalts der Nierenfunktion nicht mehr signifikant. Allerdings waren das dann auch weniger Patienten und weniger auswertbare Studien. Und es gibt eine Erhöhung des Infektionsrisikos, eines schweren Infektionsrisikos nach einem Jahr. Und das beträgt bei einem Krea von über 5,6 mit einer Needed Number to Harm von 7,4, liegt das etwa auf der Größenordnung wie der Erhalt der Nierenfunktion. Also das muss man im Einzelfall abwägen. Das heißt, die Plasmapherese ist hier in ihrer Bedeutung deutlich herabgemindert worden. Aber es ist noch ein kleines Fensterchen offen für Patienten, die eben möglicherweise doch von dieser Therapie profitieren könnten. Nach einer Induktionstherapie sollte man eine remissionserhaltende Therapie anschließen, um Rezidive der GPA-MPA zu verhindern. Und da wird heute die Empfehlung ausgesprochen, mit Rituximab zu behandeln. Azathioprin kann als Alternative erwogen werden, auch das eine Änderung. Damals noch vor 4 Jahren waren alle 3 Therapien gleich angegeben. Man hat aber in 2 Studien sehen können, dass die Rituximab-Therapie vorteilhaft ist in der Remissionserhaltung. Und deswegen hat man die Empfehlung geändert. Geändert hat man auch die Empfehlung zur Dauer der remissionserhaltenden Therapie. Diese sollte für GPA und MPA 24 bis 48 Monate betragen nach einer neu aufgetretenen Krankheit. Wenn Patienten aber schon Rezidive hatten und man weiß, die neigen zu Rezidiven oder haben ein erhöhtes Risiko aufgrund bestimmter Patientenmerkmale, dann sollte eine längere Therapiedauer in Betracht gezogen werden, wobei hier die Präferenzen des Patienten und die Risiken einer anhaltenden Immunsuppression jeweils im Einzelfall abzuwägen sind. Das hier nochmal die Studiendaten, die ich genannt hatte, die eben zeigen, dass eine längere Therapie zu weniger Rezidiven führt, sowohl für das Azathioprin in der REMAIN-Studie gezeigt, als auch für das Rituximab in der MAIN-Ritzen-3-Studie. Die EGPA, also das Churg-Strauss-Syndrom, wird ähnlich, aber nicht gleich behandelt wie eine GPA und MPA. Auch hier bei der organ- und lebensbedrohlichen Manifestation die Kombination aus hochdosierten Glukokortikoiden und Cyclophosphamid. Die Rituximab-Therapie wird hier nur in zweiter Linie genannt. Warum? Weil einfach die Studienlage für das Rituximab noch nicht so ausgeprägt ist wie für die GPA und MPA. Da gibt es eine Studie, die noch als Abstract nur publiziert wurde, die als Grundlage hier diente.
Bei den Patienten ohne Organ- und lebensbedrohliche Manifestation gibt man zunächst mal nur Prednison. Es sei denn, der Patient hat eine nicht organ- oder lebensbedrohliche Manifestation bei einer rezidivierenden oder refraktären EGPA, dann sollte zusätzlich auch Mepolizumab gegeben werden. Mepolizumab ist ein IL-5-Antikörper und konnte eben, wenn er zusätzlich zur Standardtherapie mit Glukokortikoiden gegeben wurde, eine bessere Krankheitskontrolle erreichen. Hier der Endpunkt einer Remission, also BIVAS gleich 0 und gleich oder weniger 4 Milligramm Prednison pro Tag. Hier haben diesen primären Endpunkt oder beide primäre Endpunkte die Mepolizumab-Gruppen signifikant häufiger erreicht als die Placebo-Gruppen. Und auch in 6 sekundären Endpunkten waren Vorteile zu sehen im Hinblick auf Steroidverbrauch, Rezidive und Remission. Die Remissionserhaltung bei der EGPA ist relativ schlecht untersucht. Das sehen Sie hier an den niedrigeren Evidenzlevels. Und es gibt Daten für die Patienten mit organ- und lebensbedrohlicher Erkrankung zu Methotrexat, Azathioprin, Mepolizumab oder Rituximab, jeweils eben mit schwachen Evidenzleveln. Und bei der nicht organ- oder lebensbedrohlichen Manifestation nach Rezidiv eben diese Studie mit Mepolizumab, die hier ein besseres Evidenzlevel hat. Also hier kann man bei der schweren Organbeteiligung die Wahl der Substanz wirklich vom Toxizitätsprofil und vom individuellen Patientenstatus abhängig machen. In der Zusammenfassung, wie fügt sich das nun in ein Therapiekonzept? Fangen wir wieder mit der GPA und MPA an. Wenn wir die aktive Erkrankung haben, zunächst mal die Frage, lebens- oder organbedrohliche Erkrankung, ja oder nein. Wenn das vorliegt, dann Rituximab oder Cyclophosphamid. Wenn es nicht vorliegt, eher Rituximab oder als Alternative MTX oder MMF. Plus Glukokortikoide in der genannten Dosis von 50 bis 75 Milligramm oder Avacopan. Dann Reduktion der Steroide auf 5 Milligramm pro Tag innerhalb von 4 bis 5 Monaten. Plasmapherese nur noch bei ausgewählten Patienten erwägen mit einer schweren aktiven Nierenbeteiligung. Wenn die Remission erreicht ist, sollte man die Therapie fortsetzen. Das heißt, das Rituximab für 24 bis 48 Monate zur Erhaltungstherapie geben oder als zweite Linie Azathioprin oder MTX. Ist dann die Remission anhaltend, sind die Steroide ausgeschlichen oder das Avacopan beendet, dann sollte man nach dieser Zeit individuelle Risiken für Rezidive bewerten und dann entscheiden, ob dieser Patient noch über diesen Zeitraum hinaus behandelt werden muss. Kommt es zu einem Rezidiv, geht alles von vorne wieder los. Bei der EGPA ist es vom Konzept her ähnlich, das heißt bei der aktiven Erkrankung mit Organ- und Lebensbedrohung Cyclophosphamid und Glukokortikoide oder bei der Nicht-Lebensorganbedrohung mit Rezidiv oder refraktärem Verlauf Mepolizumab. Wenn das nicht vorliegt, reicht eine Glukokortikoid-Monotherapie. Die Steroide werden dann zum individuellen Ziel reduziert. Und wenn dann eine Remission erreicht ist, auch hier wieder die Erhaltungstherapie. Und da eben aufgrund der schwächeren Evidenz kann man sich aussuchen, ob man Azathioprin, MTX, Mepolizumab oder Rituximab nimmt und dann die Steroide so weit reduziert, wie das geht und dann die weitere Therapie individuell festlegt. Ja, soweit zu den Euler-Empfehlungen. Das ist hier das Team, was mitgearbeitet hat. Experten aus 14 europäischen Ländern und den USA. Den Experten herzlichen Dank für die Mitarbeit an der neuen Euler-Guideline und Ihnen allen Dankeschön fürs Zuhören. Ja, vielen Dank, Herr Professor Helmig, für diesen wirklich schönen, klaren und zusammenfassenden Vortrag der sicherlich sehr umfangreichen Leitlinienarbeit. Sind ja ein paar Neuerungen dabei. Herzliche Einladung an alle, die gerade den Journal Club live verfolgen, Fragen gerne in den Chat zu stellen. Wir beobachten das hier. Ich schaue auch gerade nochmal, ob was reingekommen ist, bisher noch nicht. Das heißt, ich habe die Chance, gerade noch Fragen zu stellen für Sie. Zum einen bei der GPA, MPO, MPA,
die Remissionsinduktion bei einer schweren Organbeteiligung, lebensbedrohlichen Erkrankung, ist ja quasi die Wahl gestellt worden zwischen Cyclophosphamid mit oder Rituximab. Wird sich da in den Euler-Leitlinien nochmal dezidiert dazu geäußert, bei welcher Organmanifestation was bevorzugt zu wählen ist oder irgendwelche Kriterien für die Auswahl der Medikation? Ja, das steht dann tatsächlich im Text, also in die evidenzbasierten Empfehlungen, die sind so, wie sie sind. Da ist nur die Empfehlung, eben beim Rezidiv bevorzugt Rituximab einzusetzen. Wir haben sonst, was die Organbeteiligung angeht, eigentlich keine Evidenz gefunden, dass die eine Substanz besser ist als die andere. Es gibt aber einen wichtigen Gesichtspunkt noch. Das eine sind natürlich die speziellen Nebenwirkungen, die Cyclophosphamid macht. Das heißt also gerade das Problem der Infertilität bei jungen Menschen. Da haben wir gesagt, junge Menschen sollten primär, da sollte man primär schauen, ob nicht Rituximab die bessere Wahl ist, weil Cyclophosphamid eben doch die Fertilität eben beeinträchtigen kann. Und das wäre ein guter Grund, dann primär mit Rituximab zu behandeln und dann eben die Patienten mit Rezidiv. Davon abgesehen, bei den neu erkrankten Patienten gibt es da kein klares Patientenprofil. Also sie können bezüglich der Organbeteiligung eigentlich alles machen. Ein ganz kleines Fragezeichen gibt es immer mal bei der ganz schweren Nierenbeteiligung, weil diese Patienten in der einen Zulassungsstudie zum Rituximab ausgeschlossen waren. Wir haben inzwischen aber aus anderen Studien, also zur Pexivas-Studie oder auch in Rituxvas, haben wir schon auch Daten, dass das Rituximab da funktioniert und es eigentlich keinen Grund gibt, auch pharmakologisch, warum das nicht sein sollte. Aber der ein oder andere Nephrologe bevorzugt da gelegentlich noch das Cyclophosphamid. Das wird aber im Text diskutiert. Ja, vielen Dank. Da noch keine weiteren Fragen aufgetreten sind, nutze ich die Gelegenheit, alle meine Fragen zu stellen, die sich so angesammelt haben. Avacopan ist ja jetzt recht neu, also Substanzgruppe vorhanden. In der ACR-Leitlinie ist das ja noch gar nicht empfohlen worden, nur erwähnt worden, dass es jetzt kommt. Ist in der ausführlichen Leitlinie von der Euler dann auch irgendwie dabei, wie das angewendet werden sollte? Also zusammen mit Glukokortikoiden, ohne Glukokortikoide zur Remissionsinduktion, schnelleres Tapering, wenn ja, wie nach dem reduzierten Pexivas-Schema noch niedriger? Gibt es da nochmal ausführlichere Aspekte in der Leitlinie? Na gut, da gibt es keine Daten zu. Also man hat in der Zulassungsstudie Patienten hatten da am Anfang noch Glukokortikoide aus dem Grund, weil sie natürlich Patienten mit einer aktiven ARV, die müssen sie sofort behandeln. Und in der Studie, bis man dann die Randomisierung durch hat, dauert das immer ein paar Tage. Das heißt, die Patienten waren dann schon anbehandelt und man hat dann innerhalb der ersten 4 Wochen ab Baseline hatte man eine Dosis noch von maximal 20 Milligramm. Das musste dann innerhalb von 4 Wochen reduziert werden. Und ich denke, nach so einem Protokoll kann man das auch in der klinischen Praxis machen. Es ist so, man kann die Patienten auch ohne Glukokortikoide behandeln. Ich denke, das geht auch. Also da gibt es auch Daten aus der Phase-2-Studie, die ein bisschen andeuten, dass das funktioniert. Aber rein praktisch wäre der Weg eigentlich so, entweder auf Steroide ganz zu verzichten oder eben die innerhalb von 4 Wochen dann doch runterzubringen, weil man will ja den Vorteil der Substanz ausnutzen und der ist vor allem eben darin, die Glukokortikoide-Exposition zu verringern. Ansonsten ist der Vorteil ja wirklich dann zu sehen für Patienten, die eben eine schwere Nierenbeteiligung haben im Rahmen der aktiven Nierenerkrankung, dass man da ein besseres renales Outcome hat. Und aber um den steroidsparenden Effekt wirklich mitzunehmen, sagen wir eben, dass man sich da an die Erfahrung der Studie auch halten sollte. Vielen Dank. Jetzt kam eine Frage aus dem Chat, dass einmal ein Patient mit GPA, mit nur Beteiligung der oberen Atemwege, borkenblutiger Schnupfen, Sattelnase, bislang keine anderweitige Organbeteiligung. Frage nach Cotrimono, wenn ja, wie geben und dosieren oder doch MTX? Genau. Also würde jetzt nach der neuen Recommendation wäre Cotrimono keine Empfehlung mehr. Da gibt es auch eine recht aktuelle Meta-Analyse zum Cotrim, wo man sagen muss, dass die Daten insgesamt recht schwach sind. Und wenn jemand eine Sattelnase schon entwickelt hat, hat er eine Knorpeldestruktion. Das ist also schon durchaus eine recht aggressive Form der Erkrankung.
sodass man in dem Fall Rituximab geben würde. Methotrexat wäre eine Alternative, wenn Rituximab aus bestimmten Gründen nicht in Frage kommt. Das muss man gerade jetzt während der Pandemie natürlich berücksichtigen, dass Rituximab ja die Impfantwort reduziert. Das kann in verschiedenen Phasen der Pandemie natürlich unterschiedlich sein. Die EULA-Empfehlungen haben jetzt das erstmal zunächst nicht berücksichtigt, aber in der aktuellen Situation wäre das ein Grund, dann auch mal zu überlegen, ob man eher MTX gibt. Aber Cotrimono bei einem solchen Patienten würde man heute nicht mehr machen. Vielen Dank. An die Frage würde ich mich ganz gerne gleich anschließen. Mhm. Cotrim als Infektprophylaxe. Mhm. Für wen, wann, welches Therapieschema wird da empfohlen in der Leitlinie? Ja, doch sollte man machen. Da gibt es auch neuere Daten zu, dass das eine gute Idee ist. Also man sollte es machen bei der Remissionsinduktion bei schwerer Organbeteiligung. Also sprich, wenn Sie hochdosierte Glukokortikoide geben mit Rituximab oder Cyclophosphamid. Und man gibt dann das Cotrim so lange, wie der biologische Effekt der Substanz vorhält in der Induktionstherapie. Das heißt in der Regel doch noch einige Zeit auch nach Erreichen der Remission. Wenn Sie eine Therapie machen ohne Rituximab oder Cyclophosphamid, zum Beispiel Methotrexat geben, dann wäre Cotrim indiziert, wenn die Glukokortikoide über mehr als 4 Wochen in der Dosis von 30 Milligramm oder höher gegeben werden müssen. Und das sind so die 3 Szenarien, die man hat. Die Prophylaxe wird man im Verlauf dann bei einer Erhaltungstherapie irgendwann beenden. Das hängt dann aber auch von individuellen Faktoren ab, also von der Höhe der Lymphozyten. Wenn Sie also eine ausgeprägte Lymphopenie haben, macht es Sinn, die Therapie auch noch fortzusetzen. Wenn das aber nicht der Fall ist, kann man dann die Prophylaxe irgendwann auch auslaufen lassen. Das würde aber bedeuten, also bei einer Erhaltungstherapie mit Rituximab niedriger dosiert, würde man dann auch versuchen, im Verlauf die Prophylaxe auszuschleichen oder würde man das dann fortführen? Würde man versuchen, weil die Daten, die wir haben zur Prophylaxe, beziehen sich überwiegend auf Patienten in der Induktionstherapie. Und in der Erhaltung haben wir letztendlich noch wenig Evidenz, dass das einen Vorteil bringt. Ja, das ist halt noch schlecht untersucht, deswegen muss man das individualisieren, also keine generelle Empfehlung, jetzt während der gesamten Erhaltungstherapie Rituximab zu geben, sondern wirklich abhängig von anderen Faktoren. Da spielt die Steroiddosis natürlich eine wichtige Rolle. Aber wenn der Patient irgendwann steroidfrei ist und normale Lymphozytenzahlen hat oder keine wesentliche Erniedrigung, dann glaube ich, kann man das auch irgendwann beenden. Super, vielen Dank. Nochmal die Gelegenheit an alle Fragen in den Chat zu stellen. Es kam eine Nachricht von Rebecca Haseli. Sehr gute Zusammenfassung. Vielen Dank und viele Grüße aus Gießen. Das gebe ich gerne einmal so weiter an Sie, Professor Helmich. Ja, Grüße zurück. Freut uns. Vielen Dank. Ja, ansonsten es ist ja gesagt worden, Remissionserhalt über einen gewissen Zeitraum. Gibt es dann noch Empfehlungen, wie man den Erhalt beendet, also ausschleichen, Intervalle verlängern, Dosis reduzieren? Gibt es da Empfehlungen zu? Da gibt es keine konkreten Empfehlungen zu in der EULA-Recommendation. Das sind ja relativ kurze Dokumente. Also sowas wird dann in der S3-Leitlinie sicher ausführlicher nochmal besprochen. Es ist so beim Rituximab, man hört einfach irgendwann auf. Man weiß, dass das bei der GPA-MPA doch eine sehr längere B-Zell-Depletion macht als bei der RA, teilweise über 1 bis 2 Jahre. Bei den konventionellen Substanzen, beim Azathioprin, wird man allerdings ein Tapering machen und wird da die Dosis so in Schritten von 25 Milligramm 3-monatlich dann tapern. Ja, vielen Dank. Das waren jetzt meine wichtigsten Fragen und die aus dem Chat erstmal. Ich habe jetzt auch keine neuen Fragen gesehen, aber wir sind auch schon recht fortgeschritten in der Zeit. Ich denke, dann können wir den heutigen Journal Club auch beschließen. Vielen Dank nochmal, Herr Professor Helmich, dass Sie hier so schön und klar und deutlich referiert haben und für alle Fragen nochmal zur Verfügung gestanden sind. Danke sehr. Ja, gerne. So, jetzt kommt, glaube ich, nochmal der Hinweis, dass der Vortrag aufgezeichnet demnächst auch verfügbar ist. Und dann noch der Hinweis auf die nächste Veranstaltung von Professor Rudwaleit aus Bielefeld. Und
Ja, ich denke, er wird zum Thema SPA irgendwas sagen. Lassen Sie sich überraschen. 1. November, 18 Uhr, sind Sie hoffentlich alle wieder dabei.